Ja, also guten Tag, liebe Friedens- und Freiheitsbewegte. Vielen Dank für die Einladung nach Berlin. Hier auf dem Alexanderplatz werden bei mir Erinnerungen, wie gerade schon angesprochen, an das Berliner Friedensfestival von 2009 wach. Damals hielt ich vor dem Brandenburger Tor eine Rede zum Thema neue Kriege um Rohstoffe. Meine Schwerpunkte waren damals: erstens der Kosovo-Krieg als Zeitenwende. Erstmals hatte eine Vetomacht des Sicherheitsrates ohne UN-Resolution ein Land angegriffen und 78 Tage und Nächte brutal bombardiert. Die USA waren nicht provoziert worden und die Sicherheit der USA war nicht tangiert. Der zweite Punkt war die Wiederkehr der Geomachtpolitik. Der dritte die Militarisierung der Europäischen Union. Mit Artikel 42 des Lissabon-Vertrages werden militärische Missionen, und ich zitiere, zur Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer Interessen real. Für mich heißt das im Klartext: Angriffskriege zur Wahrung ökonomischer und strategischer Interessen. Europa darf hier nicht länger mitmachen. Nach meiner Rede kam der israelische Friedens- und Versöhnungsfreund Reuven Moskowitz auf mich zu und lud mich nach Jerusalem ein. Es war der Beginn einer tiefgehenden Freundschaft, aus der dann auch das gemeinsame Buch hervorgegangen ist. Ende Januar 2015 wurde ich zur öffentlichen Informationsveranstaltung „Wieder Krieg in Europa? Gedankenstrich, nicht in unserem Namen!“ Ausrufezeichen der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges nach Flensburg geladen. Meine Rede war überschrieben: „Schlachtfeld Europa, Doppelpunkt. Eskalation oder strategisches Kalkül?“ Ich zitiere daraus: „In der Ukraine tobt der Bürgerkrieg unter Einsatz von schweren Waffen unvermindert weiter. Die politischen Aktivitäten von NATO, EU, USA und Russland lassen befürchten, dass es zu einer Eskalation, ja, sogar zu einem dritten Weltkrieg kommen könnte. Völlig unbemerkt von der europäischen Öffentlichkeit hatte am 15. Januar 2015 das Europäische Parlament über eine 28-Punkte-Resolution zum Thema Ukraine abgestimmt. Darin verurteilt das EU-Parlament die terroristischen Akte in der Ukraine und fordert die EU auf, einen Plan gegen den russischen Informationskrieg zu entwickeln, sowie der Ukraine bei der Ausweitung ihrer Verteidigungskapazitäten zu helfen. 4 Wochen später wurde von Merkel, Hollande, Poroschenko und Putin das Minsker Friedensabkommen ausgehandelt. Und vor knapp einem Jahr ließ Altkanzlerin Angela Merkel die erstaunte Weltöffentlichkeit wissen. Ich zitiere: „Das Minsker Abkommen war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben. Sie hat diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sieht.“ Zitat Ende. Daraufhin empörte sich der russische Präsident in seiner Neujahrsansprache. Zitiere: „Der Westen log vom Frieden, bereitete aber Aggression vor und gibt das heute offen und schamlos zu.“ Nun ist jede Vertrauensgrundlage zerstört. Beim Einblick in die machtvollen transatlantischen Fesselungen wird die EU-Politik nachvollziehbar. Nun geht es um das, was der umtriebige langjährige US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski bereits Ende der 90er Jahre in seinem epochalen Buch „Die einzige Weltmacht“ formulierte.
zitiere, die Beherrschung der eurasischen Landmasse. Nichts weniger als das. Dieses Ziel ist seit dem 4. Dezember 2014 mit der US-Resolution 758 offizielle US-Staatsdoktrin. Die Resolution 758 war mit einer Geschwindigkeit verabschiedet worden, die in der Geschichte der amerikanischen Gesetzgebung ungewöhnlich ist. Nach nur 16 Tagen wurde sie mit 411 zu 10 Stimmen angenommen. Noch am Tag der Verabschiedung bezeichnete sie das Kongressurgestein Ron Paul auf seiner Homepage als, zitiere, eines der übelsten Gesetze und als Kriegserklärung an Russland. Er sah in diesem 16-seitigen Gesetzentwurf reine Kriegspropaganda, die selbst Neokonservativen die Schamesröte ins Gesicht hätte treiben müssen. Und diese Resolution wird seit 15. Januar 2015 von den europäischen Freunden kritiklos mitgetragen. Mit meinen Aussagen stempelte man mich zum Verschwörungstheoretiker. Weil das immer noch zu positiv klingt, bin ich inzwischen zum Verschwörungsideologen aufgestiegen. Ja. Dabei berufe ich mich fast ausschließlich auf die amerikanischen Doktrinen seit Carter und auf Kongressgesetze. Als vor über 10 Jahren in Wiesbaden der Grundstein für das neue US Army Europe Battle Command Center gelegt wurde, folgerte ich, dass über dieses Kriegsführungscenter wohl die nächsten Kriege geführt würden. Verschwörung! Nun melden sich dort turnusmäßig die ukrainischen Generäle zum Rapport. Seit Jahren weise ich auf den Neubau einer riesigen US-Klinik mit 4.500 Zimmern neben dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein hin. Diese Klinik wird wohl kaum für Touristen gebaut worden sein. Und ich folgerte, vermutlich steht ein großer Krieg bevor. Wieder Verschwörung! Nun werden in Deutschland die ukrainischen Verwundeten behandelt. Ich denke, ehrlicher wäre es wohl, mich als Verschwörungsanalytiker zu bezeichnen. Ende Oktober 2022, also vor einem Jahr, verabschiedete die Biden-Administration die neue nationale Sicherheitsstrategie. Präsident Joe Biden schrieb dazu im Vorwort, Zitat, seit den ersten Tagen meiner Präsidentschaft vertrete ich die Auffassung, dass unsere Welt an einem Wendepunkt steht. Die Art und Weise, wie wir auf die enormen Herausforderungen und die noch nie dagewesenen Chancen reagieren, mit denen wir heute konfrontiert sind und denen wir heute gegenüberstehen, wird die Richtung unserer Welt bestimmen und sich auf die Sicherheit und den Wohlstand des amerikanischen Volkes für die kommenden Generationen auswirken. In dieser nationalen Sicherheitsstrategie von 2022 wird dargelegt, so Biden weiter, wie meine Regierung diese entscheidende Jahrzehnte nutzen wird, um Amerika lebenswichtige Interessen zu fördern und die Vereinigten Staaten zu positionieren, um unsere geopolitischen Konkurrenten auszumanövrieren, gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen und unsere Welt fest auf den Weg in eine hellere und hoffnungsvollere Zukunft zu bringen. Zitat Ende. Viele können diese Sätze nur als Kampfansage an den Rest der Welt empfinden, vor allem Russland, Nordkorea, Iran und China. Als oberste strategische Prioritäten werden in dem Sicherheitspapier festgelegt. Zitiere, Abbau der wachsenden, vielfältigen, multidisziplinären Bedrohung durch China,
Abschreckung der von Russland ausgehenden Bedrohung Europas. Es folgen Nordkorea und der Iran. Das entspricht exakt den Forderungen der US-Langzeitstrategie TRADOC 525-3-1, überschrieben Win in a Complex World 2020 bis 2040 vom September 2014. Und Biden war bei Erstellung dieser Doktrin Vizepräsident. Und zur Umsetzung dieser Prioritäten gehören, das steht da in der Strategie vom letzten Jahr, integrierte Abschreckung, was das auch immer sein mag, Kampagnenführung, das heißt Propaganda, und der Aufbau eines dauerhaften Vorteils. Weiter schließen die USA explizit jeden Verzicht auf einen nuklearen Erstschlag aus. Die blutigen Konflikte in Osteuropa und Nahost haben die Menschheit an die Schwelle zu einem globalen Nuklearkrieg katapultiert. Deeskalation und Diplomatie scheint es im Denken der Kriegsparteien nicht mehr zu geben. Am 15. November 2022, also nur 14 Tage nach dieser neuen Sicherheitsstrategie, erhielten Senatoren und Abgeordnete des US-Kongresses vom Wissenschaftlichen Dienst eine Orientierungshilfe, in der aus der neuen nationalen Sicherheitsstrategie zitiert wird. Ich zitiere: Die Vereinigten Staaten sind eine globale Macht mit globalen Interessen. Wir sind in jeder Region stärker, weil wir uns auch in anderen Regionen engagieren. Und weiter heißt es in diesem Kongresspapier, ich zitiere: Die politischen Entscheidungsträger der USA verfolgen das Ziel, das Entstehen regionaler Hegemonen in Eurasien zu verhindern. Die militärischen Operationen der USA im Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie zahlreiche militärische Operationen der USA und alltägliche Operationen seit dem Zweiten Weltkrieg haben offenbar zu einem nicht geringen Teil zur Unterstützung dieses Ziels beigetragen. Es geht seit einem Jahrhundert vor allem wohl darum, den Reichtum einer Gruppe von Tycoons in der Londoner City und an der Wall Street zu mehren. Ein Blick auf die aktuellen Finanzströme bestätigt das. So scheinen die Finanzeliten in den USA und in Großbritannien wenig Interesse an der Beilegung der aktuellen Konflikte zu haben. Äußerst aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die Senatsanhörung vom 28. Februar 2023 in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Senator Rick Scott fragte den Drei-Sterne-General Keith Kellogg, zitiere: Aber warum hat Deutschland nicht seinen Teil zur tödlichen Hilfe beigetragen? Der General: Ich glaube, Deutschland spielt im Moment keine Rolle mehr in Europa. Anschließend schwärmt der General dem Senator vor, will ich zitieren: Wenn man einen strategischen Gegner besiegen kann und dabei keine US-Truppen einsetzt, ist man auf dem Gipfel der Professionalität. Denn wenn man die Ukrainer siegen lässt, ist ein strategischer Gegner vom Tisch, Russland, und wir können uns auf das konzentrieren, was wir gegen unseren Hauptgegner tun sollten. Und das ist im Moment China. Und wenn wir dabei scheitern, müssen wir vielleicht einen weiteren europäischen Krieg führen. Das wäre dann das dritte Mal. So, nun denke, die USA scheitern gerade in der Ukraine. Diese Anhörung wurde vom US-Senat übertragen und hier ist sie zu spüren,
die angeblich von Gott vorbestimmte Sendung Amerikas. Aus der ursprünglichen Philosophie des Manifest Destiny, also des gottgewollten Auftrags, das Land westlich der ehemaligen Kolonien einzunehmen, wurde ein natürliches Recht auf Expansion abgeleitet. Der amerikanische Imperialismus und der Aufstieg zur einzigen Weltmacht scheint zwangsläufig ein Ergebnis dieser Ideologie zu sein. Heute brodelt es im Balkan, in der Ukraine, in Armenien und in Afrika. Es sind genau die Verwerfungslinien, die 1914 in die Katastrophe des 20. Jahrhunderts geführt hat. Mitten im Krieg, im Mai 1916, verständigten sich damals die Regierungen von Großbritannien und Frankreich im geheimen Sykes-Picot-Abkommen auf gemeinsame koloniale Ziele in Nahost. Ohne Rücksicht auf ethnische und kulturelle Strukturen wurden Grenzen gezogen. Großbritannien erhielt das heutige Jordanien, den Irak und Teile Palästinas. Mit ein paar Federstrichen zerstörten damals die Briten und Franzosen die Konfliktsicherungsmechanismen der Osmanen im Nahen Osten. Das bedeutete das Ende des Friedens und war für die meisten Araber eine Katastrophe. In diesem Abkommen liegen die Wurzeln der heutigen Kriege und des heutigen Terrorismus im muslimisch-arabischen Spannungsbogen. Voraussetzung für einen tragfähigen Frieden wird es sein, den Weg in den Ersten Weltkrieg und die Kriegsziele der damaligen Konfliktparteien so wahrhaftig wie möglich aufzuarbeiten. Das erste Opfer des Krieges ist stets die Wahrheit. Das habe ich als Zeitzeuge bewusst miterlebt. Und zwar bei den illegalen Kriegen in der USA, Vietnam, Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien. Angesichts einer zum Propagandainstrument verkommenen Medienlandschaft sind die Voraussetzungen für eine freie, demokratische Gesellschaft und somit für eine friedlichere Welt heute kaum noch gegeben. Wir dürfen uns nicht wieder, wie Beispiel 1999 im Jugoslawienkrieg geschehen, mittels Lügen in einen Krieg hinein manipulieren lassen. Immer standen hinter den üblichen Floskeln von Freiheit und Demokratie handfeste wirtschaftliche und geopolitische Interessen. Ende April 2000 bei der Konferenz des US-Außenministeriums zu dem Thema Balkan-NATO-Osterweiterung in Bratislava wurde unverblümt gesagt, es gelte bei der jetzt anstehenden NATO-Erweiterung die räumliche Situation zwischen Ostsee und Anatolien so wiederherzustellen, wie es am Höhepunkt der römischen Ausdehnung gewesen sei. Dazu müsse Polen nach Norden und Süden mit demokratischen Staaten als Nachbarn umgeben werden, Rumänien und Bulgarien die Landverbindung zur Türkei sicherstellen und Serbien auf Dauer aus der europäischen Entwicklung ausgeklammert werden. Dieser Plan wird seitdem konsequent umgesetzt. Das kurz nach dem Jugoslawienkrieg gebaute US-Camp Bondsteel sichert die US-Militärpräsidenz vom Kosovo bis nach Kaschmir auf 99 Jahre. Der Jugoslawienkrieg ließ auch den Ungeist des polnischen Marschalls Pilsudski wieder aus der Flasche. Pilsudski strebte vor 100 Jahren einen vom Polen dominierten Raum zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer an. Am 21. Juli 2021 verpflichteten sich die USA und Deutschland, also Biden und Merkel, zur Sicherung der ukrainischen Souveränität und Energiesicherheit und darüber hinaus zum Ausbau der Drei-Meeres-Initiative. Hier ist jetzt noch die Adria hinzugekommen und Polen ist nun der geostrategische Anker des US-Flugzeugträgers Europa.
In seiner Rede zur Lage der Nation Ende Oktober 23 beschwor Biden den Krieg in einer Weise, die viele Menschen in der Welt schaudern ließ. Ich zitiere ihn. Also es war am 19. Oktober. Wir stehen vor einem Wendepunkt der Geschichte. Einem dieser Momente, in denen die Entscheidungen, die wir heute treffen, die Zukunft für die nächsten Jahrzehnte bestimmen werden. Nicht? Sie erinnern sich an Win in the Complex World. Die Geschichte hat uns gelehrt, so Biden, dass Terroristen, die keinen Preis für ihren Terror zahlen, und Diktatoren, die keinen Preis für ihre Aggression zahlen, mehr Chaos, Tod und Zerstörung verursachen. Der kanadische Ökonom Michael Kosodowski erinnert in diesem Zusammenhang an die Zahl der Toten durch die ununterbrochene Serie von Kriegen, Staatsstreichen und anderen subversiven Operationen der Vereinigten Staaten seit dem Ende des Krieges 1945 bis heute. Eine Zahl, die auf 20 bis 30 Millionen geschätzt wird. Das sind etwa doppelt so viele Opfer wie im Ersten Weltkrieg. Und die beiden Länder, die heute als Feinde aufgelistet sind, waren im Zweiten Weltkrieg mit den Vereinigten Staaten verbündet. Sie haben für den Sieg über die nationalsozialistische faschistische Achse Berlin-Rom-Tokio den höchsten Preis an menschlichen Leben bezahlt. Etwa 27 Millionen aus der Sowjetunion und 20 Millionen aus China. Verglichen mit etwas mehr als 400.000 Toten aus den Vereinigten Staaten. Und am Ende seiner Rede an die Nation hob Biden hervor. Ich zitiere: Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Und es gibt nichts, was unsere Fähigkeiten übersteigt, wenn wir es gemeinsam tun. Möge Gott sie alle segnen. Möge Gott unsere Truppen beschützen. So. Was soll das für ein Gott sein, der die Truppen einer Nation beschützen soll, die auf den Knochen der gemordeten Ureinwohner blühen will? Heute möchten uns die gleichen Machteliten wie 1914 in einen dritten Weltkrieg führen. Es wäre äußerst tragisch, wenn Thomas Manns Appell an die europäischen Hörer von 1953 ungehört verhallen würde. Er hatte im amerikanischen Exil die Neigung der USA erkannt, zitiere ihn, Europa als ökonomische Kolonie, militärische Basis, Glacis im zukünftigen Atomkreuzzug gegen Russland zu behandeln, als ein zwar antiquarisch interessantes und bereisenswertes Stück Erde, um dessen vollständigen Ruin man sich aber den Teufel scheren wird, wenn es den Kampf um die Weltherrschaft gilt. Und vor diesem Hintergrund forderte Verteidigungsminister Pistorius am 29. Oktober in der Sendung Berlin direkt einen Mentalitätswechsel der Deutschen in Sicherheitsfragen. Ich zitiere ihn, wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Zitat Ende. Könnte? Seit 1999 ist der Krieg nach Europa zurückgekehrt. Und seit Mai 2014 wird in der Ukraine gekämpft. Und nun verlangt Pistorius, wir müssen kriegstüchtig werden. Wir stehen immer noch vor den Trümmern und Traumata der deutschen Kriegstüchtigkeit im vorigen Jahrhundert. Es reicht ein für alle Mal. Seien wir von dem Willen beseelt, dem Frieden der Welt zu dienen. Dieser Satz steht in der Präambel des Grundgesetzes. Aber wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das wusste schon Hölderlin. Und wir Friedensbewegten sind keine kleine Minderheit, wenn es vielleicht auch jetzt hier heute so scheinen mag. Wir sind mehr.
Wir müssen der Stimme des Friedens Gehör verschaffen. So. Ja, wirklich. Der Globus darf nicht länger Spielball einer verantwortungslosen Finanzoligarchie sein. Die den Boden für eine rücksichtslose Ausbeutung bereitet. Werfen wir das unheilvolle Narrativ, hier das Gute, dort das Böse, in den Mülleimer der Geschichte. Ächten wir den Krieg als Bruder der Lüge. Streben wir nach Wahrhaftigkeit, der Schwester des Friedens. Und vor allem wagen wir mehr Menschlichkeit. Vielen Dank.